In unserem Masterstudiengang Konferenzdolmetschen üben die Studierenden innerhalb von 4 Semestern, das heißt 2 Jahren, simultan und konsekutiv aus ihren Arbeitssprachen zu dolmetschen. Bereits nach dem ersten Jahr haben sie eine solide Grundlage erlernt. Und dann stellt sich die Frage, wie kann ich das Erlernte praxisbezogen nochmal üben in einem realen Setting? Die Antwort auf diese Frage hier bei uns in Germersheim ist die Germersheimer Freitagskonferenz. Das ist eine Übungskonferenz, die in alle offiziellen Sprachen des FTSK verdolmetscht wird und so den Studierenden die Möglichkeit gibt, praxisnah zu üben, jeden Freitag um 11.20 Uhr. Heute werden wir diese Konferenz erklären und erläutern. Und dazu haben wir mit einigen Dozierenden und Studierenden hier bei uns in Germersheim gesprochen. Sabine Seubert, die bei der Freitagskonferenz die französische Kabine betreut, hat schon ganz viele Freitagskonferenzen erlebt und die Entwicklung der Freitagskonferenz über die Jahrzehnte mitverfolgt. Auf jeden Fall ist es ein Format, das sehr beliebt ist bei den Dozierenden und bei den Studierenden. Und wir haben heute auch wieder gesehen, dass auch Externe sich durchaus zuschalten, wenn sie online stattfindet. Es ist eine öffentliche Konferenz. Wir haben auch häufiger dann hier in Germersheim Besucher, die kommen zur Konferenz. Insofern ist es auf jeden Fall, erfreut sich die Freitagskonferenz nach wie vor großer Beliebtheit. Wie sie sich jetzt entwickelt hat. Inhaltlich sind wir nach wie vor sehr vielseitig. Also unser Konzept der Freitagskonferenz ist, dass wir jede Woche ein anderes Thema behandeln und andere ReferentInnen einladen. Das heißt, wir haben kein durchgehendes Thema über mehrere Veranstaltungen, sondern wirklich jede Woche jemand anderes mit einem anderen Thema, und wir haben überhaupt keine Grenzen uns gesteckt, welche Themen behandelt werden können. Insofern, es ist unglaublich vielseitig, und auch der Ansatz war von vornherein, dass es ein semi-professioneller Rahmen sein soll als Übungsrahmen für die Studierende. Es kommen Redner, die eben nicht Vorträge vorlesen, wie wir im Unterricht, sondern sie sprechen frei. Sie kommen inzwischen mit PowerPoint-Präsentationen. Das ist vielleicht eine interessante Entwicklung. Früher hat es kein visuelles Material gegeben, keine PowerPoints. Heute ist es selbstverständlich, mit PowerPoints zu arbeiten. Also da haben wir uns der Entwicklung auf jeden Fall angepasst. Und und eben diese Übung eines professionellen Auftritts, das ist eigentlich das, was wir mit der Freitagskonferenz immer wollen, für die wir und insbesondere dann eben auch vor einigen Jahren schon einen Exzellenzpreis bekommen haben, als besonders wertvolle Veranstaltung, eben auch im didaktischen Sinne. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Vermutlich, weil freitags die Dolmetschräume zur Verfügung standen für ein solches Format. Unter der Woche sind die Räume sehr, sehr genutzt für den normalen Dolmetschunterricht, freitags ein bisschen weniger. Und es gab dann auch die Möglichkeit, anschließend es schön ausklingen zu lassen mit einem kollegialen Mittagessen, zu dem auch dann die Referenten oder Referentinnen auch immer eingeladen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Erklärung war, die Verfügbarkeit des großen Konferenzraums. Bei der Freitagskonferenz treffen sich die Studierenden, die normalerweise in verschiedenen Übungen sitzen. Das heißt, das ist eine sprachübergreifende Veranstaltung. Und die Studierenden werden da mit einer realen Konferenzsituation konfrontiert und mit allem, was dazu gehört. Das heißt, verschiedene Akzente, Sprachtempo, Wortspiele und so weiter. Und es gibt natürlich auch ganz verschiedene Redner. Diese verschiedenen Redner, wie gewinnt man sie? Wie kommen sie nach Germersheim? Mit dieser Frage haben wir uns an Andrea Bohr gewandt.
die bei der Freitagskonferenz die englische Kabine betreut und auch für die allgemeine Organisation zuständig ist. Also der Konferenzplan wird meistens mit relativ viel Vorlauf bereits geplant. Die Themenvorschläge kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Zum Großteil sind es die Lehrenden der verschiedenen Sprachen, die Gastredner suchen für interessante Vorträge und mir diese vorschlagen, damit ich sie in den Plan aufnehmen kann. Aber teilweise werden die Themen auch durchaus von Studierenden vorgeschlagen und manchmal kommen auch Redner direkt auf uns zu mit ihrem Themenvorschlag und bitten um eine Freitagskonferenz und dann können wir ihnen einen Termin anbieten. Wichtig dabei ist natürlich vor allem zu beachten, dass es nicht zu Terminüberschneidungen kommt und dass jede Sprache ihren Platz im Plan findet. Wir möchten, dass die Themen so bunt und vielfältig wie möglich sind, um auch möglichst praxisnah abzubilden, dass Konferenzdolmetscher sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen müssen. Aber es gab auch schon Semester, wo wir ausnahmsweise einen Schwerpunkt gesetzt haben, wie beispielsweise vor 2 Semestern in unserem ersten Remote-Online-Freitagskonferenzsemester, als wir den Schwerpunkt auf Dolmetschen und neue Technologien und Remote Simultaneous Interpreting gelegt haben und viele verschiedene Fachkonferenzen zu diesem Thema hatten. Idealerweise kann jede Sprache, in der auch im Masterkonferenzdolmetschen Studierende eingeschrieben sind, einen Redner in der jeweiligen Fremdsprache pro Semester vorschlagen und einbringen, damit wir diese Sprachen alle einmal abdecken können und die übrigen Konferenzen sind dann in der Regel auf Deutsch und werden in die aktive Fremdsprache, also was wir die B-Sprache nennen, gedolmetscht. Die organisierenden Kabinen haben wie in der Praxis beim Konferenzdolmetschen die Aufgabe, sich mit dem Redner oder mit ihrem Dozenten, ihrer Dozentin in Verbindung zu setzen, um Vorbereitungsmaterial vom Redner zu bekommen. Wenn es Unterlagen in einer Fremdsprache gibt, die im Allgemeinen nicht von allen Studierenden verstanden wird, müssen teilweise Übersetzungsleistungen im Vorfeld erbracht werden, damit alle Kabinen sich gleichermaßen dann auf Deutsch auf die Konferenz vorbereiten können. Und wichtige Informationen rund um die Konferenz müssen von der organisierenden Kabine an alle Kommilitonen in den anderen offiziellen Kabinen kommuniziert werden. Hinter den Kulissen jeder Konferenz arbeitet unser Technikerteam, das im Vorfeld und auch während der Konferenz wichtige Aufgaben übernimmt. So zum Beispiel gibt es auch für die Studierenden die Möglichkeit, in den sogenannten stummen Kabinen zu üben. Was ist das? Das sind Kabinen, die in einem anderen Dolmetschsaal platziert sind. Und von da hat man auch direkten Zugang zum Original und zu der Konferenz. Und diese Konstellation gibt es eigentlich in Germersheim schon lange, bevor es die RSI, also Remote Interpreting oder Online Dolmetschen, zu unserer neuen Normalität in der Pandemie geworden ist. Also vor der Konferenz ist erstmal zu beachten, dass wir 2 Konferenzräume haben, den größeren DOL 2 und den kleineren DOL 1. Und für die Konferenz werden diese beiden Räume miteinander verbunden. Das bedeutet, wir müssen hier in der Technik an diesem Gerät da drüben einschalten, dass die beiden Räume miteinander verbunden werden. Das dauert bis zu 10 Minuten, weil bestimmte Sprechstellen neu bestückt werden müssen. Genau. Und dann... Und es funktioniert leider im Moment, da die Anlage noch ganz neu ist, nicht immer auf Anhieb. Und ja, deswegen kann es sein, dass es manchmal leichte Verzögerungen gibt, aber wir geben uns immer Mühe, dass es einwandfrei läuft. Und während der Konferenz schauen wir eigentlich, dass hier das drin alles gut läuft, dass wenn die Redner Videos abspielen wollen und so weiter, dass es hörbar ist. Wenn wir einen Livestream machen, dass in YouTube auch alles ankommt, auch richtiger Ton, richtiges Bild. Und die Kamerasteuerung machen wir hier auch, wenn am Ende der Konferenz Fragen gestellt werden. Genau. Klar. Also warum es, wenn die Konferenz vor Ort stattfindet, komplizierter wird für uns, warum wir da mehr eingebunden sind, das lässt sich ganz leicht sagen. Das liegt einfach daran, dass wir die ganze Technik dann selber betreuen müssen. Das heißt, wir haben im Raum 6 verschiedene Kameras, aus denen aus 6 verschiedenen Blickwinkeln ein Redner gefilmt werden muss. Man muss also die richtige Kamera auswählen und dann wird das Bild über die Beamer auf die Leinwand übertragen, damit dann alle im Raum das sehen. Und falls zum Beispiel ein Remote-Redner dabei ist oder falls live gestreamt wird, muss man halt darauf achten, dass
der richtige Winkel ausgewählt wird, die richtige Kamera. Und das kann schon relativ stressig werden, vor allen Dingen am Ende der Konferenz, wenn der Hauptvortrag vorbei ist und die Fragerunde beginnt und dann Fragen aus dem Publikum gestellt werden können. Genau, das ist eine Sache. Dann natürlich das ganze Vorbereiten, die Qualität überprüfen von den ganzen Mikrofonen. Attila, was fällt dir dazu noch ein? Vor allem, wenn remote gemacht wird, wollen wir auch nicht, dass innen drin die ganze Zeit Feedbacks entstehen. Das müssen wir dann auch mal gucken, über welche Wege Ton kommt und über welche Wege Ton wieder zurückübertragen wird in BigBlueButton. Das muss vorher nochmal alles geprüft werden. Wir wollen ja auch, dass am Anfang der Konferenz alles direkt läuft und dass es da keine Probleme gibt. Deswegen dauert es auch so lange, bis wir endlich in den Freitagskonferenzmodus wechseln können, weil diese ganzen Einstellungen ihre Zeit brauchen, bis sie geladen worden sind. Bis vor kurzem übernahm die Moderation der Freitagskonferenzen Dr. Maren Dinkfeld aus Thurn. Sie ist Leiterin der Fachgruppe Dolmetschen und sie hatten auch ganz viele Konferenzen in Erinnerung. Oh, das sind sehr viele. Ich kann mich an die am meisten erinnern, die einen sehr emotionalen Effekt hatten. Also wir hatten einige Freitagskonferenzen, die sehr persönlich waren. Es gab eine Freitagskonferenz zum Beispiel zum Thema Stalking, an die ich mich sehr gut erinnere. Wir hatten jemanden, der hat von seiner Fluchterfahrung berichtet. Ich erinnere mich, dass eine Rednerin tatsächlich einmal in Tränen ausgebrochen ist, weil ihr das Thema so nah gegangen ist, dass sie da keine andere Möglichkeit mehr sah, damit umzugehen. Das sind dann natürlich Konferenzen, an die ich noch lange denke. Aber wir haben auch sehr lustige Konferenzen gehabt. Wir haben Weinproben gehabt und Käseproben und Schokoladenproben. Ganz, ganz lustige, tolle, unterschiedliche Programme haben wir über die Jahre gehabt. Je hochrangiger der Gast, desto voller der Saal. Das war das eine. Also Gäste, die vielleicht schon bekannt waren aus den Medien. Da haben wir immer sehr viel Interesse gehabt. Auch Gäste aus der Politik, Botschafter, Honorarkonsuln. Da sind immer sehr, sehr viele gekommen, um sich das anzuschauen. Da hatten wir ganz, ganz viele unterschiedliche. Ich weiß noch, dass Judith Kaufmann, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die hat eine ganz tolle Konferenz mal zum Pfälzer Saumagen gemacht. Die war wirklich, wirklich schön und das hat mich sehr gefreut, dass sie da war. Ganz viele. Im Moment kann man die Pannen tatsächlich live beobachten, weil wir uns erst noch alle wieder eingewöhnen in die Arbeit mit der Dolmetschtechnik hier vor Ort, nachdem wir das alles ja online gemacht haben die letzten Semester. Das heißt, wir arbeiten im Moment alle noch daran zu gucken, welche Knöpfchen müssen wir denn drücken, um der richtige Kanal zu sein und den richtigen Kanal auch wieder freizugeben und selber die Mikrofone an- und auszuschalten. Aber es hat auch organisatorische Pannen durchaus mal gegeben, dass für die Konsekutive es Missverständnisse gegeben hatte und auf einmal war kein Dolmetscher da oder dass eine ganze Kabine ausgefallen ist, weil plötzlich die Magen-Darm-Grippe um sich griff und es eine fremdsprachige Konferenz war, aber sämtliche DolmetscherInnen, die das hätten dolmetschen können, alle mit Magen-Darm-Grippe im Bett lagen. Also da hat es schon viele Sachen über die Jahre gegeben. Ich glaube, das, was die Freitagskonferenz von den Lehrveranstaltungen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es eine echte Kommunikationssituation ist. Wenn ich aus der Dolmetschkabine als Leitung keine Verdolmetschung bekomme, dann verstehe ich den Redner nicht. Und das ist eine grundlegend andere Situation als in den Lehrveranstaltungen, wo der Dozent ja in der Regel Ausgangs- und Zielsprache versteht. Und ich bin wirklich davon abhängig, dass ich über die Kabinen eine Kommunikation ermöglicht bekomme. Das ist natürlich eine ganz andere Verantwortung und eine andere Herangehensweise. Auch der Umgang mit
vielleicht auch etwas absurden Momenten, die in der Praxis mal passieren. Ich erinnere mich an unseren sehr, sehr geschätzten ehemaligen Kollegen, Herrn Dr. Cobreau, der gerne in seinen Konferenzen, weil er ein wunderbarer Chorsänger war, anfing zu singen. Das passiert in den Lehrveranstaltungen eher selten. Und das ist dann eine gute Gelegenheit für die Studierenden, auch mit solchen realen Kommunikationssituationen, die etwas ungewöhnlicher sind, in irgendeiner Form umzugehen. Und natürlich die Zusammenarbeit in der Kabine zu zweit, die ganz wichtig ist. Die Verdolmetschung der Gastvorträge sowie der anschließenden Diskussion wird von den sogenannten offiziellen Kabinen übernommen. Die Dozenten und Dozentinnen, die die jeweiligen offiziellen Kabinen betreuen, bewerten diese Dolmetschleistung unmittelbar nach der Konferenz und so erhalten die Studierenden gezieltes Feedback für ihre Leistung. Diesen Film drehen wir nach der russischen Freitagskonferenz. Diese russische Freitagskonferenz war eine ganz gute Gelegenheit für alle Kabinen, das sogenannte Relais-Dolmetschen zu üben. Was bedeutet das? Nehmen wir zum Beispiel die französische Kabine. Die Studierenden der französischen Kabine dolmetschen in der Sprachrichtung Französisch-Deutsch und Deutsch-Französisch. Und sie bieten kein Russisch an. Was machen sie in dem Fall? Im Fall der russischen Konferenz haben sie Relais von der russischen Kabine genommen, die wiederum aus dem Russischen ins Deutsche gedolmetscht hat. Diese deutsche Verdolmetschung war also die Grundlage für alle anderen Kabinen für die Verdolmetschungen in die anderen offiziellen Sprachen. Wir haben die französische Kabine gefragt, wie ist es denn heute gelaufen? Ich weiß schon, dass es gut gelaufen ist, weil vor allem, also das war das erste Mal, dass ich von einem Relais gearbeitet habe. Und was gut ist bei dem Relais, ist, dass das, die russische Kabine die Informationen sehr gut gefiltert hat. Und das war für die Verdolmetschung in meinem Fall ins Französische einfacher als im Normalfall, also einfacher als in einer normalen Konferenz. Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde, dass die wirklich sehr gute Arbeit gemacht haben, die Relais-Kabine. Und also ich hatte immer das Gefühl, dass sie immer dort sind, wo auch die Rednerin ist, auch zeitlich, dass sie nicht zu sehr hinterherhängen. Ich musste nie zu lange warten, bis die Informationen gekommen sind. Und auch wenn die beiden Dolmetscherinnen ein bisschen anderen Rhythmus drauf hatten, fand ich beide sehr angenehm. Es war, das Filtern war ein Verarbeiten vor allen Dingen. Ne? Also Filtern, also es wurde nichts ausgelassen, hatte man den Eindruck, sondern es wurde richtig gut verarbeitet und verständlich den anderen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Kabinen angeboten. Das macht ein gutes Relais aus. Es ist das Highlight der Woche eigentlich, weil man da die Möglichkeit hat, ja, diese reelle Situation zu simulieren und auch einfach das, was man tagtäglich lernt, anzuwenden. Und das ist ja das, wofür wir das Studium letztendlich machen. Und ich freue mich da eigentlich und nehme so oft teil, wie ich kann. Einfach, ja, man sieht auch, dass man dabei Fortschritte macht und man hat das Gefühl, dass es, auch wenn es so eine Simulation ist, dass es so nah an der Realität ist, wie es nur geht. Mhm. Außerdem erfährt man auch viel, weil die Präsentationen doch immer sehr interessant sind. Also wir hören uns die Leistung der französischen Kabine an und versuchen zu sehen, also zu merken, wie es läuft, einfach insgesamt, was besonders gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft, damit wir dann darauf hinweisen können und unseren Studis mitteilen können, woran sie noch arbeiten können oder was besonders gut gelaufen ist. Also heute haben wir in der französischen Kabine eine sehr strukturierte und klare Verdolmetschung gehabt und ich fand die Stimmführung bei den Studierenden heute besonders gut, zum Beispiel. Das heißt, was man eben hier auch wieder versucht aufzugreifen, auch im Feedback, ist, es ist eine professionelle Situation, also geben wir auch ein anderes Feedback als im Unterricht. Wir achten eher auf eben diesen professionellen Auftritt. Wäre ich als Zuhörer in einer Konferenz jetzt gut bedient gewesen? Also es ist wirklich an der Schnittstelle zwischen der Übungssituation und der Praxis, die dann später auf die Studierenden
zukommt. Und heute waren mein Kollege und ich waren hier gemeinsam, weil wir uns ein bisschen aufgeteilt haben. Eben, ich habe dem deutschen Relais heute zugehört, um zu wissen, falls es Schwierigkeiten in der französischen Kabine gegeben hätte, hätte ich dann sagen können, ja, das war auch in der, an diese Stelle habe ich auch vom Relais her nicht verstanden. Und deswegen waren wir heute einfach beide ein bisschen im Einsatz. Mhm. Ja, nur eine kleine Anmerkung für uns als Studierende. Es ist sehr, sehr gut, wirklich mit Stress konfrontiert zu sein. Und das bitte die Frage. Als Betreuerin der russischen Kabine bei der Freitagskonferenz bin ich jeden Freitag dabei und höre mir die Dolmetschleistung der russischen Kabine an. Unmittelbar danach gibt es eine Nachbesprechung mit den Dolmetschern, Dolmetscherinnen der russischen Kabine, wo ich mein Feedback geben kann. Und da können wir uns überlegen, was gut gelaufen ist und was wenig gut gelaufen ist und wie man sich im Weiteren verbessern kann. Heute allerdings war eine ungewöhnliche Konferenz für uns, denn wir hatten eine russische Gastrednerin. Das heißt, die ganze Konferenz, der Vortrag war auf Russisch und unsere Kabine hat im Vorfeld der Konferenz Vorbereitung geleistet, eine große Arbeit. Deswegen meine erste Frage an Anna und Polina, die die heutige Konferenz gedolmetscht haben. Was waren Ihre Aufgaben als organisierende Kabine diesen Freitag? Wir sind verantwortlich dann als organisierende Kabine dafür, dass wir mit der Vortragenden kommunizieren und nach Möglichkeit frühzeitig die Materialien von der Vortragenden dann bekommen und an die anderen Kabinen für die Vorbereitung weiterleiten. Ja, gegebenenfalls sollten wir auch diese Materialien übersetzen, also aus dem Russischen ins Deutsch. Und das war bei der heutigen Konferenz auch der Fall. Eine weitere Besonderheit in dem Fall war, dass die Vorstellung der Gastreferentin von mir auch auf Russisch war. Diese Vorstellungen werden normalerweise konsekutiv verdolmetscht. Dafür war noch eine dritte Studentin unserer Kabine zuständig. Das heißt, dass die russische Kabine bei der heutigen Konferenz eine ganz besondere Rolle hatte. Von der Qualität der Dolmetschung ins Deutsche war auch abhängig, wie die Dolmetschleistung anderer Kabinen sein wird. Können Sie insbesondere was dazu sagen? Man fühlt sich ein bisschen unter Druck, weil man wirklich verantwortlich dafür ist, dass die anderen Kabinen auch gut verdolmetschen können. Aber dabei war ich auch eigentlich ein bisschen stolz, dass ich diese Rolle einer Relais-Kabine spielen darf. Und das ist wirklich eine große Ehre. Ja, für mich war es ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, dass auch das Publikum zu einem großen Teil auf uns angewiesen ist. Einerseits ist es natürlich eine Verantwortung, wie schon gesagt, aber andererseits da fühlt man wirklich, dass man was sehr Wichtiges macht. Abgesehen davon, dass es eben heute diese russische Konferenz gab, was meinen Sie, was macht die Freitagskonferenz im Allgemeinen so wertvoll und interessant im Masterstudiengang Konferenz der Menschen? Ich glaube, dadurch kann man wirklich Erfahrungen sammeln. Normalerweise dolmetschen wir die Reden in Kabinen und wir werden auch nicht immer abgehört. Und hier können wir wirklich üben, wie reale Konferenzen durchgeführt werden. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass man auch mal erlebt, wie es ist, wenn Menschen wirklich zuhören, nicht weil sie irgendwie verpflichtet sind, deine Leistungen zu bewerten, sondern dass sie wirklich sich für irgendetwas interessieren. Und du bist derjenige, der die Wissen, die Informationen vermittelt. Und das ist auch so ein Adrenalinschub, den man erlebt und den ich auch sehr angenehm finde. Und anschließend haben wir an alle Studierenden und Dozierenden die folgende Frage gestellt. Sollten Sie unsere Freitagskonferenz mit nur einem Wort oder einem Begriff beschreiben? Was wäre denn dieses erste Wort oder der erste Begriff?
was Ihnen in Bezug auf die Freitagskonferenz einfällt. Abwechslungsreich. Und nur Chaos. Genau, kontrolliertes Chaos. Nutzen. Praxiserfahrung. Tolle Übungsmöglichkeit. Feedback. Spaß. Übung. Praxisnah. Sport. Vielfältig. Erfahrung. Lehrreich. Die Freitagskonferenz ist für alle offen. Sei es ein besonders spannendes und interessantes Thema oder ein prominenter und charismatischer Redner oder auch die Möglichkeit, den Kabinen zu lauschen und sich selbst zu überlegen, ob man denn später im Master-Konferenz-Dolmetschen bei uns studieren möchte und auch mal in der offiziellen Kabine sitzen wird. Dazu gibt es jeden Freitag um 11.20 Uhr im DOL 2 bei uns in Germersheim die Möglichkeit. Die Konferenz gibt es auch online. Die Links für die Freitagskonferenz finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Herzlich willkommen!